Ja, hallo allerseits. Ich denke, wir sind wieder live. Ich liebe diesen Einstiegssatz in die Live-Videos. Ich muss das aber, bevor wir loslegen, noch einmal checken und kriege das immer nicht so gut hin mit dem Checken. Ich denke aber, dass wir tatsächlich live sind und fange jetzt einfach mal an und zwischendurch schaue ich dann, ob jemand sich schon dazugeschaltet hat. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich freue mich sehr, den Sekretär des Tarot e.V. euch vorzustellen, S. Roy Buchholzer. Hallo, lieber Roy. Hallo, Kirsten. Schön, dich mal zu sehen. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesprochen. Und ja, es fühlt sich wie im Universum an. Ganz genau. Ja, ich bin sehr beeindruckt von dem, was du da hinten aufgebaut hast. Das sieht sehr gut aus. So wie bei Star Trek. Und dann verschwinde ich wieder im Universum. Also ich finde es sehr schön. Ja, wie gesagt, du bist Sekretär des Tarot e.V. Seit wann bist du das? Seit 2013, 2014. Ich glaube auch, damals bin ich mal zur Vorsitzenden gewählt worden und da haben wir dann das Sekretariat sozusagen nach Hamburg verlagert. Du bist außerdem auch Prüfer beim Tarot e.V., organisierst die Prüfer des Tarot e.V. Ja, ich hatte mir vorhin schon gedacht, Mist, da hätten wir jetzt ja auch mal über die Prüfungen hier reden können, aber das machen wir dann in einem anderen Live-Video. Ja, vor allem, du hättest den ersten Prüfer bei dir gehabt. Ja, aber ich bin ja die erste Prüferin, wie du weißt. Ja, dann hätte da die erste Prüferin, den ersten Prüfer am Schirm gehabt und es wäre eine tolle Kommunikation geworden. Aber mach mal ein anderes Mal. Ja, ich finde auch, das machen wir ein anderes Mal. Heute soll es um ein anderes Thema gehen. Ich finde es nur auch sehr lustig. Du hast ja die Mitgliedsnummer 19, bist also auch eines der Urgesteine des Tarot e.V. Du hast mich ja um zwei Nummern geschlagen. Ich habe die Nummer 21. Aber wir sind wirklich ziemlich zeitgleich in den Verein eingetreten, beziehungsweise haben unseren Antrag gestellt. 2004 oder 2003 war das, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Und haben uns ja dann auch auf der ersten Mitgliederversammlung des Tarot e.V. kennengelernt. Und inzwischen, für alle, die das nicht wissen, sind wir verheiratet. Und das auch schon seit, wenn ich dein Gesicht sehe, seit längerem. Ja, es fühlt sich schon sehr, sehr lange an. Gut, aber lassen wir das Geplausche am Rande. Tatsächlich wollen wir ja heute auch über ein sehr interessantes Thema reden, nämlich über Tarot im öffentlichen Raum. Und ich habe ja schon mit der Katrin Bünning, der Kartendeuterin, über Messeauftritte geredet. Das heißt, wenn ihr nochmal was darüber wissen wollt, wie ihr euch auf Messen präsentieren könnt, was dabei zu beachten ist und ob das sinnvoll ist oder nicht, dann schaut euch doch dieses Video an mit Katrin und mir. Heute wollen wir ein bisschen über andere öffentliche Auftritte reden und da wollte ich dich einfach mal fragen, ja, was machst du denn so in der Öffentlichkeit mit Tarot? Also in der Öffentlichkeit, also mal danke, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, das unseren Mitgliedern mal genauer zu erklären, für die, die sich da immer das so in einem geschützten Rahmen machen. Wir haben das Glück, dass wir hier in Hamburg bei der sehr berühmten Buchhandlung Vrage an der Schlüterstraße regelmäßig Karten legen für Interessierte. Das heißt, die Kunden wissen, am Tag X sind Ruhe oder andere da, zum Beispiel du, Kirsten, du legst ja dort auch die Karten und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir den Kundinnen und Kunden, die dort sich angemeldet haben, sie dann zum Karten legen in einem separaten Raum bitten und dort werden dann die Karten gelegt. Also das ist sehr, sehr offen, aber in einem geschützten Rahmen. Wir machen das auch noch in einer anderen sehr bekannten und sehr schönen Buchhandlung, nämlich in der Buchhandlung Tau in Hannover, wo wir dann eben auch in der Lokalität selber in einem geschützten Bereich, ein bisschen abgetrennt, schön abgeschirmt mit einem Paravent, dann die Karten.
Wie bist du denn dazu gekommen, in der Buchhandlung Karten zu legen? In der Buchhandlung Tau. Ich habe die Inhaberin mal angefragt, nachdem ich gesehen habe, dass sie auch ihre freischaffende Mitarbeiter, die ihr Wissen und ihre Handwerkskunst da zur Verfügung stellen. Und ich habe sie dann ganz frech angefragt, denn ich habe damals, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder 6, 7 Jahre her, ich habe sie einfach angerufen und gesagt, Mensch, wir sind die Mantika aus Hamburg und ob sie da nicht Interesse hat. Und das war sie dann so ein bisschen überrumpelt. Und dann habe ich gesagt, ey, mach mir doch mal so, ich komme mal vorbei, so zur Probe. Und das lief dann am Anfang die ersten 2 Mal sehr gut. Dann hat sie gesagt, ja, okay, kommst du wieder. Und dann hatte ich so ein bisschen eine Flaute drin und da musste ein bisschen drum kämpfen. Aber inzwischen sind wir dort ein sehr eingeführtes und ein sehr von der Inhaberin, aber auch von den Mitarbeitern und das Schöne auch von den Kundinnen und Kunden ein geliebtes, beliebte Besuch. Ich sage immer, ich mache da meinen Urlaubstag in Hannover, denn für mich ist es, obwohl es anstrengend ist auf der einen Seite, ein sehr schöner Tag, ein sehr schöner Moment, wenn ich dorthin gehen kann und Kurzberatungen in Buchhandlungen durchführen darf. Ja, also das ist auch, was ich euch empfehle. Also ich finde es total sinnvoll, in einer Buchhandlung Karten zu legen. Möglichst noch eine, die natürlich irgendwie einen spirituellen Hintergrund hat. Das gibt es jetzt nicht unbedingt in jedem Ort, in dem man lebt. Aber hier in Hamburg haben wir wirklich das Glück, im Hier und Jetzt bei Vrage oder halt auch in Hannover die Karten wirklich in solch einer esoterischen Buchhandlung legen zu können. Und da muss man sich einfach mal überwinden, zum Hörer greifen, da anzurufen oder einfach mal vorbeizugehen und zu sagen, macht ihr sowas? Anders funktioniert das nicht. Doch was einmal noch früher war, wir haben früher auch für Königsfurt das übernommen, als Königsfurt noch diverse Tarotberater, auch alle vom Tarotverband, in Buchhandlungen schickte. Und dann, das war sehr lustig, da hat man dann so 3 Stunden lang auch präsentiert und Kurzberatungen gemacht und über Tarot geredet. Das ist natürlich etwas, ist, glaube ich, ausgestorben, diese Art und Weise. Und außerdem ist es natürlich viel schöner, wenn ihr eure eigene Stammbuchhandlung habt, wo ihr regelmäßig hingehen könnt. Ich weiß hier von der Birgit aus Hamburg, dass sie zum Beispiel auch mal in eine ganz normale Buchhandlung gegangen ist. Ich glaube, das war Heimann. Eine Kette, die wir hier in Hamburg haben. Und dort hat sie dann eigentlich auch eine ganz gute Resonanz gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das dann letztendlich weitergegangen ist. Aber man muss da wirklich ein bisschen Klinken putzen. Warum bringt es uns denn etwas, in der Buchhandlung zu sein? Roy? Ich wollte noch erzählen, dass ich nicht nur in esoterischen Buchhandlungen Karten gelegt habe. Ich habe auch in anderen Buchhandlungen Karten gelegt. Zum Beispiel im Bücherhimmel hier in Hamburg. Sicher. Eine sehr beliebte und sehr gut frequentierte Buchhandlung, die dann leider umgezogen ist und dann war es räumlich nicht mehr möglich, dort die Karten zu legen. Ich habe in anderen Buchhandlungen in Bremen auch Karten gelegt, in Steinreich. Also ich bin, was Kartenberatungen im öffentlichen Raum betrifft, doch ein bisschen rumgekommen und habe die Klientinnen und Klienten davon überzeugen können, dass Kartenlegen nicht etwas Pui-Pui ist, sondern dass das etwas ist, was man mit sehr viel Ernsthaftigkeit, aber auch mit sehr viel und mit einer großen Möglichkeit durchführen kann. Gut, da hast du schon mal einen Punkt angesprochen. Also es bringt Leuten etwas, sich halt so eine Kurzberatung abzuholen. Man muss sich nicht gleich verpflichten, eine komplette Stunde zu buchen, was ja durchaus auch ins Geld gehen kann, sondern man kann einfach in einer relativ lockeren Atmosphäre mal schauen, ob einem das interessiert, ob die Person selbst einem liegt, die da die Karten legt, aber auch, ob man überhaupt mit Kartenlegen sich auseinandersetzen möchte. Das ist definitiv ein Vorteil für die Kunden. Warum bringt es uns etwas? Es bringt auf mehreren Ebenen etwas für den Berater. Zum einen gibt es ein Training. Ein bezahltes Training. Also ich bin immer wieder herausgefordert, auf den Punkt zu kommen. Ich habe ganz klar, ich habe ein zeitliches Limit. Ich habe 20 Minuten. Und in diesen 20 Minuten möchte der Kunde eine Antwort.
Im schlimmsten Fall wartet ja schon der nächste Klient, die nächste Klientin. Und ich habe eben nur diesen Zeitslot. Den habe ich. Also es ist ein Training auf mehreren Ebenen. Zum einen muss ich den Klienten dort abfangen, wo er gerade steht. Zum anderen muss ich ihm seine Bilder, die er gezogen hat, so klar erklären, dass er es versteht. Und ich muss gleichzeitig auch noch damit mich auseinandersetzen, es könnte ja noch eine Folgefrage kommen. Also es ist ein sehr gutes Training zum einen. Zum anderen ist es auch ein sehr gutes Werbemittel, um auch rauszugehen, den Leuten zu zeigen, dass es einen gibt. Ja, und zum Dritten ist es abwechslungsreich, auch an anderen Orten, vielleicht auf kleinerer Fläche die Karten zu legen, als wie wenn man es in dem bekannten Rahmen macht, bei sich zu Hause. Ja, meine Erfahrung ist auch, dass es noch ein bisschen persönlicher ist als auf einer Messe. Man ist in einer Buchhandlung, man kann auch gleich Bücher empfehlen dort. Man kann es sich ein bisschen gemütlich machen in den Buchhandlungen meistens. Und das, was du sagst mit dem schnell und präzise sein, das habe ich da auch sehr gut gelernt. Was an der Buchhandlung manchmal ein bisschen irritierend ist, ist, dass man so auf dem Podium sitzt sozusagen. Ist nochmal ein anderes Gefühl als auf einer Messe, wo du ja deinen eigenen Stand hast da. Für mich ist es jetzt auch kein Problem, irgendwie auf dem Podium zu sitzen, aber die Leute, die sich dazusetzen, die haben manchmal ein Problem damit, andere haben überhaupt kein Problem. Seit man laut ins Handy spricht, spricht man natürlich auch gerne über seine Probleme im öffentlichen Raum, aber das kann etwas sein, was Probleme bereitet, und da muss man ein bisschen so dafür sorgen, dass sich die Leute immer wohlfühlen, ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung dahingehend ist, dass die Klientinnen und Klienten immer weniger Berührungsängste haben. Das war am Anfang, ich erinnere mich da besonders an die Tau-Buchhandlung, da waren die Klientinnen eher zurückhaltend und ganz leise. Und wenn ich mich jetzt erinnere, ich habe eine Klientin, die regelmäßig kommt, eine ältere Dame, und die erlaubt sich jetzt lauter zu sprechen als wie früher. Und es ist immer wieder ein schönes Treffen, wenn sie kommt, und wir freuen uns dann beide, und es ist also einfach toll. Ja, das ist noch was anderes, was ich an diesen Legungen mag. Man baut sich da tatsächlich so ein Stammpublikum auf, das wirklich dann auch ganz regelmäßig kommt zu diesen Terminen, und die kosten ja kleines Geld, also die gönnen sich das dann wirklich, und für die ist es immer so ein Stückchen Weiterentwicklung, die man auch mitverfolgen kann, und man hält so auf einer regelmäßigen Basis den Kontakt zu jemandem, anstatt dass man, weiß ich nicht, die ganz oft am Telefon hat eine Weile, wenn es ein Problem gibt, und dann Jahre nicht mehr mit ihm spricht. Und da muss dann auch manchmal tatsächlich gar keine schwierige Frage gerade sein. Gibt es auch viel, aber das ist alles ein bisschen lockerer, und man hat auch noch Zeit, über Karten an sich zu reden. Ja, es ist ein Socializing, es ist ein Aufbauen von Beziehungen auf vielen Ebenen. Ich habe es auch schon einmal erlebt, dass sich die Kundin geirrt hat und meinte, ich wäre eigentlich ein paar Tage früher schon da, und dann musste ich mir zuerst mal eine Schelte abholen, was ich mir erlaube, erst jetzt zu kommen, und dann musste ich zuerst mal klarstellen, dass mein Kalender schon der richtige wäre. Sieht ein bisschen falsch lag. Also auch das erlebt man. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Moment, und ich genieße es immer wieder. Ja, deswegen, neben Messen, würde ich sagen, sind Buchhandlungen das hast du ja auch schon angesprochen, das werbeträchtigste Mittel, um sich bekannt zu machen. Wenn man jetzt nicht gleich so einen Stammplatz in einer Buchhandlung bekommt, dann kann man ja vielleicht auch mal sagen, könnte ich hier mal einen Tag der offenen Tür mitgestalten. Es gibt ja oft diese langen, die verkaufsoffenen Sonntage, wo die auch immer gerne mal Programm machen. Auch sowas haben wir schon ausprobiert. Seid da kreativ und mutig. Und das ist wirklich eine Sache, die euch persönlich viel bringt, aber auch eigentlich ein treues Stammpublikum mit aufbaut. Ich glaube, du bist jetzt gerade eingefroren, kann das sein? Nein, ich lausche gerne deiner Stimme. Danke.
der hat so Beruhigendes, Senores, und da begebe ich mich dann immer in so eine Metaebene und lausche deiner Stimme. Gut, darüber reden wir später. Gibt es noch andere öffentliche Räume, wo du gerne Karten legst? Es gäbe eine Idee, die mir schon seit Jahren im Kopf rumspukt. Nur leider fehlt mir dazu der geeignete Partner. Ich würde das gerne in Kaffeehäusern machen. Dir fehlt der geeignete Partner? Bitte? Dir fehlt der geeignete Partner, der sagt, okay, ich erlaube dir das in meinem Bereich zu tun. Ah, okay, alles klar. Und Betreiber, die Gastronomen sind, was das betrifft, also ein bisschen zurückhaltend, denn sie haben da immer so die Angst, dass sie dann in eine Ecke abrutschen und dass es dann heißt, naja, also ihr seid ein ESO-Café und hast du nicht gesehen, wobei wir ja nicht esoterisch sind, denn wir gehen ja nach außen, also sind wir, werden wir eher, wenn wir die Begrifflichkeit weiter spinnen, Exoteriker, aber das hat sich, glaube ich, in der Gesellschaft nicht wirklich durchgesetzt. Stimmt, einer unserer ersten Pläne, als du nach Hamburg gekommen bist, war ja eigentlich auch ein Tarot-Café zu eröffnen. Ne? Das haben wir dann letztendlich aus diversen Gründen nicht getan. Aber wir hatten das Interieur hatten wir schon im Kopf. Wir haben dann uns vorgestellt, in Beichtstühlen das so zu gestalten, dass man dann im Beichtstuhl sitzt, dann der Berater drinnen und der Fragende muss sich hinknien. Also diese Fantasie ist immer noch in meinem Kopf. Ja, das wäre auch keine schlechte Sache, aber es ist einfach total unrealistisch, auch mit den Auflagen, die man hat. Wir kennen einige Leute, die auch solche Cafés gegründet haben in Hamburg, aber auch in anderen Städten. Mir fällt jetzt gerade dieses in Köln ein. Ne? Aber es ist halt wirklich ein hartes Brot. Und das zu probieren, das in die Stadt zu bringen als Thema, ist, glaube ich, sehr schwierig und da muss man schon Geld haben. Das Tarot-Café, von dem ich weiß, dass es sich über Jahre gehalten hat, steht in Tel Aviv. Aha, davon habe ich noch nie gehört. Das ist spannend. Ja. Spannend, dass diese Info an dir vorbeigegangen ist. Dort hat diese letzte internationale Tarot-Konferenz stattgefunden. Ich glaube, Bodhi Ziegler war auch dort eingeladen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du weißt ja, wie ich über den Nahen Osten denke und da beschäftige ich mich nicht so sehr damit. Es geht um Tarot. Ja, ich weiß, aber ich habe das nicht auf meinem Plan gehabt. Ich höre es und denke... Auf das Thema zurückzukommen, all die Restaurationen in Deutschland haben wohl begonnen, sehr enthusiastisch und mit sehr viel Elan und hast du nicht gesehen. Und ich kenne keines, vielleicht kann einer der Zuseher mich da updaten, aber ich kenne keinen Betreiber, der sich über Jahre gehalten hat. Gerade hier in Hamburg hat vor gut einem halben, dreiviertel Jahr wieder einer seine Pforten geschlossen. Hm. Ja, ich kenne auch nicht so wirklich Läden. Was mir gerade einfällt, ist der eine, den wir in Barcelona gesehen haben. Da gab es ein Café mit einer riesige Buchhandlung mit tausenden von Decks. Und da unten gab es dann auch ein Café drin. Ich weiß natürlich. Ja, aber das war eher Buchhandlung mit Kaffee und nicht ein ja, Café. Ja, es war kein Kaffee mit, ja, du hast recht. Wo du dann schlussendlich sagst, so, da hängen vielleicht irgendwelche Werke von Dali, der sich auf Tarotkarten bezieht, oder ein Karl Röhrig, der sich auf Tarotkarten bezieht, oder ein Heindl, der auf Tarotkarten Bezug nimmt. Und dann hast du irgendwann einen, der sagt, okay, hast du Lust zum Kartenlegen, setz dich auf Tisch 27 und los geht's. Ja, das stimmt. Wenn diese Sachen fehlen. Wofür Cafés aber gut sind, ist, um sich mal zu verabreden zum Kartenlegen, wenn man gerade in der Stadt ist. Ne? Ich empfehle auch, dass man sich einen Café überlegt, wo man gut vielleicht Karten legen kann, wo das toleriert wird und wo man vielleicht etwas ruhigere Atmosphäre hat. Und dann kann man da einfach mal, wenn man nicht zu den Menschen möchte, die Menschen nicht zu einem wollen und man sich trotzdem persönlich treffen will, sehr gut Karten legen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da in Wien eine bessere Kultur besteht,
dadurch, dass dort mehr Kaffeehäuser existieren. Hm. Haben wir auch schon gemacht in Wiener Kaffeehäusern, Karten legen. Das hat großen Spaß gemacht, weil man da stundenlang sitzen kann. Keinem interessiert, was du da machst, solange du da dein Glas Wasser bekommst vom Shani, ist alles gut. Ja, aber auch hier in Hamburg gibt es ein paar Cafés, wo ich mich gerne verabrede. Ich habe ein paar Cafés in Berlin, wo ich das mache, wenn ich in Berlin den Leuten Karten lege. Es ist halt, wenn man unterwegs ist und Leute hat, die gerne mal ein persönlich treffen wollen, wenn man sie sonst immer nur telefonisch sieht, dann macht das Sinn, solche Adressen zu kennen und auch schon mal abzuklopfen, ja, wird das da toleriert oder nicht. Ganz genau. Kannst du irgendwie ein Zeichen geben, immer wenn du... Sehr gut. Ja, ihr merkt da draußen, wir sprechen nicht so oft miteinander, deswegen können wir so unsere Sprache nicht so lesen, des anderen. Sehr schön. Was hast du noch sonst für Fragen an den Sekretär des Tarot-EV, das Tarot-EV oder wie es auch auf der Homepage steht, Tarot-Verband, was immer wieder zu Irritationen führt? Ja, also Kaffee, Buchhandlung, Messe. Gibt es noch andere Orte, die geeignet sind, Tarot zu präsentieren? Wo ich es schon gemacht habe, war in meinem Flugzeug. Mhm. Ja, es stimmt. Hat sich ergeben, dass die Sitznachbarin gesehen hat, dass ich eine Astrologie-Zeitung in der Hand hielt und fragte mich, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, eine Astrologie-Zeitung steht ja vorne drauf. Und dann sagte sie, ja, ist komisch, dass ein Mann das liest. Und dann sage ich, nee, absolut nicht, ich bin Kartenleger. Ach, Sie sind Kartenleger und so, ja, ist interessant, ob ich eine Visitenkarte habe, habe ich ja auch gegeben. Und am Rückflug saßen wir wieder in der gleichen Sitzreihe. Und dann habe ich sie gleich mal dahingehend angesprochen, dass sie sich immer noch nicht bei mir gemeldet hat, obwohl der Zeitabstand war sehr gering, also es wäre auch gar nicht möglich gewesen. Und wir haben dann gleich im Flugzeug die erste Legung gemacht und die war dann auch gut 2 Jahre Klientin bei mir. Und wie habt ihr das mit dem Platz da gemacht? Der Mittelsitz war frei. Ah, okay. Ja, dann geht das. Ja, das war ein bisschen irritiert. Ja, also es ist wirklich immer sinnvoll, die Karten dabei zu haben. Du legst ja auch Zigeuner-Wahrsagekarten, ne? Die sind handlicher und kleiner. Ja, gut, dass man die dann mit an Bord hat, weil ne, wenn man nur so dieses Format hat, dann ist das schon nicht ganz schlecht. Ja, das ist eine super Sache. Und wenn ihr euch nochmal Gedanken darüber machen wollt, was man denn alles so braucht unterwegs als Kartenleger oder Astrologin, dann könnt ihr gerne mal auf die Facebook-Seite der Mantika gehen. Da gibt es ein Video für Tarot on the go, wo Roy und seine Frau präsentieren, was man alles so dabei haben sollte unterwegs. Ich erinnere mich. Es war ein sehr interessantes Video, ich habe es auch gesehen. Ja, die Frau von Ruhe Buchholzer wusste gar nicht, was er alles so in seiner... Ja, es war eine Offenbarung. Ja, also ich habe auch öfter mal tatsächlich so wie bei in irgendeinem schnellen Biske gesessen und dann habe ich mir Tarotkarten angesehen, die ich gerade geschenkt bekommen hatte und dann wurde ich aufgefordert, jemandem die Karten zu legen. Sowas kann einem immer passieren und dadurch hat man immer seine Kontakte und wenn man nicht wie ich ist, hat man vielleicht auch Visitenkarten dabei, die man dann den Menschen zustecken kann. Ja, aber es macht dann natürlich immer Sinn, wenn man dann so dort sitzt und so den Karten hin und Karten her, was machen sie denn da? Also wie Kirsten das eben gerade erwähnt hat, das macht Sinn, das erweckt Aufmerksamkeit und macht Freude. Ja, ich überlege gerade noch, ob es andere Orte gibt, wo man wirklich eine gute Fläche hat, um Karten zu legen. Wir haben es einmal eine längere Zeit im Kino gemacht. Wir waren eingeladen zu einer Aktion einer Kinokette hier in Hamburg. Die hatten dann immer mehrere Angebote. Und zwar ging es da immer um Spezialthemen. Und dann waren mehrere Leute vor Ort,
die sich dann die Karten legen ließen. Und das war unser Angebot und die Mitanbieter hatten, die einen hatten irgendwie Prosecco, die anderen hatten irgendwelche Handtaschen. Das war ein Ladies' Night. Also ging in diese Richtung, ja. Ja, das war sehr lustig. Da kamen dann halt nur Frauen, die Liebesfilme sich ansahen, also das ideale Publikum. Diese Ladies' Night gibt es, glaube ich, überall in Deutschland, in vielen Kinos, wenn die dann mal wieder offen sind. Cinemax war das, glaube ich, ne, die Kette. Und das haben wir eine Zeit lang gemacht. Das war sehr lustig. Irgendwann hatten wir dann aber auch keine Lust mehr dazu. Und es war eine nette Promotion, ja. Aber wenn man dann dort steht und die Leute merken gar nicht, was du eigentlich wirklich machst, dann war es das auch. Also es war spannend, es war lustig, es ist eben auch wieder eine Form der Werbung. Das. Wenn ich einen Tipp geben darf, schaut euch um, fragt, ob ihr in der Buchhandlung in eurer Ortschaft, ob das möglich ist, dass ihr dort schon mal Flyer mal auslegen dürft. Das ist so immer der erste Öffner der Tür. Und wenn ihr dann die Flyer auslegen dürft, irgendwann könnt ihr mal fragen, hallo, hast du nicht Interesse, mich besser kennenzulernen? Das, was ich tue, ist nichts Okkultistisches, ist nichts, was der Gesundheit schadet, sondern ist wirklich eine Unterstützung in Momenten, wo wir vielleicht nicht weiter wissen. Ja, also wenn ihr das Kartenlegen trainieren wollt und wenn ihr euch auch so ein paar Herausforderungen stellen wollt und auch mal ein anderes Klientel ansprechen wollt, das nicht immer so auf dieser spirituellen Schiene unterwegs ist, dann sind genau solche Sachen interessant. Und da muss man mal so ein bisschen out of the box denken, wo man denn alles hingehen könnte. Ich kann mich entsinnen, wir haben auch schon mal, glaube ich, in einem Theater Karten gelegt, irgendwie vor einer Vorstellung. Man kann die Leute anschreiben und sagen, hey, wir machen das und das. So, sich auch Schausteller für etwas anbieten und schauen, ja, was haben die Leute darauf Lust oder nicht. Ne? Möglichkeit, was wir empfehlen können, seid offen. Seid einfach offen und lasst euch nicht durch ein erstes Nein entmutigen, denn das bekam ich grundsätzlich mal. Also grundsätzlich waren mal die Leute dagegen. Auch in der Buchhandlung Frage musste ich mich gefühlt 10 Jahre durchkämpfen, bis man dann gesagt hat, okay, Ruhe, dann kommst halt. Ja, also Beharrlichkeit zahlt sich aus. Ja. Ja, dann gibt es noch die Situation Tarot im öffentlichen Raum, wo man vielleicht mit Tarot nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden möchte. Das geht jedenfalls mir so. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe da manchmal Probleme, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Freunden von Kurt unterwegs bin, das ja dann das zu zeigen in irgendeiner Form, dass ich das mache. Das ist jetzt nicht unbedingt der öffentliche Raum, aber es ist die Öffentlichkeit. Wenn man hier in unsere Wohnung kommt, ja, da haben wir halt ein Bücherregal wie das, was ihr im Hintergrund seht, mit vielen Büchern. Interessiert die Kids jetzt nicht so sehr, aber hier liegen auch viele Karten herum und astrologische Radixe und sonst etwas sind hier zu sehen. Und da finde ich es manchmal schwierig, damit umzugehen. Einerseits stehe ich komplett dazu, was ich tue. Andererseits habe ich da immer so ein bisschen Angst, dass vielleicht Eltern denken können, ich möchte ihre Kinder vereinnahmen oder so. Und das ist ein Auftreten im öffentlichen Raum, wo ich für mich immer noch nicht so ganz meinen Weg gefunden habe, wie ich damit umgehe. Wie machst du das? Finde ich überhaupt nicht, dass das notwendig ist. Denn wenn wir immer mehr und mehr sehen, dass Astrologen mit Karten arbeiten, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Wenn Psychologen mit der Sprache des Tarots arbeiten, dann finde ich nicht, dass wir das Handwerkszeug von der Pike auf gelernt haben und auch unser Wissen weitergeben, dass wir uns da verstecken müssen. Was unser Problem ist, dass wir immer noch mit diesem Begriff Wahrsagen konfrontiert sind und nicht Lebensberater. Denn wenn ich heute hergehe und sage, ich habe ein Problem, hilf mir, dann ist es doch völlig egal, zu wem ich gehe. Wichtig ist doch, was ich bekomme. Ja. Und ja. Darum, finde ich, muss man sich da nicht verstecken, sondern es wird halt Aufklärungsarbeit Zeit unseres Lebens sein.
dass wir die Leute darauf hinweisen, das, was wir tun, tut A nicht weh und ist nichts, was man wie eine Pille schlucken muss, sondern ich kann frei entscheiden. Und erst wenn ich das intellektuell akzeptiert und verarbeitet habe, dann ist gut. Als Kunde, aus der Sicht des Kunden. Mhm. Und vorher muss ich einfach die Aufklärungsarbeit tun, eben gerade in Buchhandlungen, gerade im öffentlichen Raum, dass ich mich hinstelle und sage, Leute, das, was ich hier tue, ist nicht, dass ich dir die Zukunft voraussage, sondern ich gebe dir die Möglichkeiten, wie der gute Freund am Tresen, der dann sagt, Mensch, jetzt stehst du vor dem und dem Problem, das habe ich so gelöst. Und genau das mache ich mit Tarotkarten oder mit Orakelkarten. Und ich glaube, das ist schlussendlich die Herausforderung am Ende des Tages. Und nicht, ob ich mich jetzt verstecken muss, ob ich jetzt Kartenleger bin oder nicht. Ja, ich verstecke mich auch nicht so wirklich, nur manchmal. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich eher mein persönliches Problem, an dem ich arbeiten muss. Ich kann mir aber vorstellen, hier die Kerstin schreibt auch, dass sie das Problem kennt, dass andere Leute auch damit Probleme haben. Und es ist natürlich richtig, sich eher als Botschafter für Tarot zu sehen, denn als Außenseiter, ganz klar. Aber wie gesagt, ich bin da mit mir noch nicht so ganz im Reinen. Ich warte ja noch auf den Tag, wo es dann das T-Shirt gibt, wo drauf steht: Ja, vorne und hinten, ich liebe Tarot. Es wird ein sehr schöner Tag. Dabei fällt mir gerade noch ein, zum Beispiel die Birgit hier aus Hamburg, die haben wir ja kennengelernt, weil wir auf einer Messe ein sehr auffälliges T-Shirt anhatten. Na, da haben wir gar nicht über Tarot geredet, sondern was war unser Slogan? Stand drauf, wollen Sie es wissen. Genau. Und am Rücken stand, follow me, wie beim Flughafen. Ne? Das war eigentlich eine 5 vor 12 Idee, die wir da hatten. Ich kann mich erinnern, an der ersten Messe, die wir hier in Hamburg gemeinsam machten, kam das kurz bevor die Messe losging, sagten ja, wir müssen irgendwas tragen, und dann haben wir das auf T-Shirts machen lassen. Und das war jahrelang unser Erkennungsmerkmal. Ja. Aufstand, wollen Sie es wissen? Und die Leute sind auf das abgefahren. Ja, ich will es wissen! Und so kann man mit einem ganz banalen Spruch die Tür öffnen, die Neugierde öffnen, die Leute darauf hinweisen, magst mal fragen, dann darfst du. Ja, die Monika schreibt, dass sie so ein T-Shirt gerne hätte. Wäre vielleicht was für den Tarotverband, aber ist ein bisschen kostspieliger. Also, wir werden in die Großproduktion gehen. Groß von Menge und nicht von der Kollektion. Und ja, warum nicht? Und es gibt ja auch vom DAV, und das ist nicht vom DAV, aber vom Chiron Verlag, dieses andere T-Shirt, ich bin Astrologe, vertraue mir. Das geht ja in die gleiche Richtung. Also da bist du schon ein bisschen offensiver dabei, die Botschaft nach außen zu tragen. Und ja, vielleicht ist sowas eine Idee, um sich selbst mehr Mut zu geben, damit konfrontativ auf die Menschen zuzugehen. Vielleicht müssen wir uns wieder neue Wollen Sie es wissen T-Shirts drucken lassen. Mal schauen. Wobei ich nicht mehr wirklich gerne T-Shirts anziehe. Aber das ist... Man kann das ja auch ein bisschen diskreter machen. Ganz genau. So ein Hals-T-Shirt oder so. Tätowieren, however. Ja, es schauen einige Leute zu, und ja. Ich gehe jetzt mal kurz durch die Kommentare, falls noch irgendwelche Fragen... Gab es irgendwelche Fragen? Genau, das mache ich gerade. Nein, wir haben nur viele Fans offensichtlich, die uns allen Hallo sagen. Sehr schön. Hallo, hallo, hallo. Wir müssen zurück. Und Helene schreibt zum Beispiel, dass es schön ist, uns zu hören. Ich hoffe auch zu sehen, liebe Helene. Und ja, das T-Shirt wurde gelobt. Kerstin hat angemerkt, dass sie das auch ein bisschen problematisch findet, die Probleme, die ich habe. Und das ist das jetzt erstmal, würde ich sagen. Oh, hier ist Helene hat noch geschrieben, wir dürfen uns in Österreich nicht als Lebensberater bezeichnen. Das ist in Deutschland anders. Da reicht zumeist ein Wochenendkurs, um sich als Lebensberater bezeichnen zu dürfen. Von daher ist es eine Gratwanderung der Bezeichnung bei uns. Ich verstehe dich, Kirsten, sehr gut. Helene, du hast mich Andrea Buchholz genannt. Sehr lustig. Ich glaube, du hast Andrea markiert. Nimm die mal lieber wieder raus.
Sonst fragt sie sich, was jetzt los ist. Ja, aber danke, Helene. Vielleicht ist es ein Männer-Frauen-Thema, könnte das sein? Also ich weiß, dass in der Schweiz es nicht erlaubt ist, sich diplomierter Tarotberater mit nach psychologischer zu nennen. Das heißt, das ist in der Schweiz verboten, weil sich dort die psychologische Community da mit starken Geschützen da aufgefahren ist, auch wenn man die Ausbildung hat. Ja, das ist, mir ist noch nichts, ich habe auch noch nie wirklich darüber nachgedacht, wie nenne ich mich jetzt am besten. Könnt ihr auch sagen, ich bin Translator. Ich übersetze die Bildersprache auf Deutsch. Symbologe. Ja, und dann fragt mich, ich habe das ein Zeichen an der Wand gesehen. Leute, was hat das geheißen? Mit Titel. Meine Unterschrift. Helene, mich würde noch interessieren, geschützter Beruf, Lebensberater. Ich habe davon noch nicht gehört, was das für ein Beruf tatsächlich sein soll. Höre ich auch heute zum ersten Mal. Mit welchen Mitteln arbeitet man da? Und wer schützt die? Welche Ausbildung habe ich da, dass ich dann geschützter Lebensberater bin? Also, ja. Das ist ein schönes Wortbild. Ich bin ein geschützter Lebensberater. Das heißt, ich schütze mich selbst. Also vielleicht kannst du uns da einen Link in die Kommentare stellen. Das fände ich interessant, auch weil wir ja im Verein noch immer versuchen, uns zu einer Form von Berufsverband zusammenzuschließen. Wir haben ja einige Vorschläge auf unserer Webpage für... Wir haben eine Vision, Kirsten. Wir haben eine Vision. Tarot wird ein anerkannter Beruf. Danke. Ja. Das ist vielleicht einer der Schritte. Genau, die habe ich gerade mal... gerade nicht dran gedacht, aber auf jeden Fall haben wir Ausbildungsempfehlungen auf unserer Webpage, die da anhand derer wir Leuten empfehlen wollen. Wo finde ich denn jemanden, der mir eine gute Ausbildung gibt? Der sollte vielleicht die und die und die Dinge vermitteln, aber auch, das ist so das Grundmaß, auf das sich die vielen, vielen unterschiedlichen Tarot-Leute, die sich in unserem Verein befinden, festgelegt haben. Also das sind die Sachen, die wirklich in einer Ausbildung sein müssen. Und darauf aufbauen, wenn man jetzt sowas wie diese Lebensberatung hat, kann man vielleicht was ergänzen, finde ich spannend. Ja, wusste ich nicht, dass das nicht erlaubt ist. Diplomierte Lebensberater, ja. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Pfarrer ein geschützter Begriff ist. Naja, also es ist, ich glaube, wir haben hier in Deutschland auch ein Problem, uns psychologische Berater zu nennen, wenn wir nicht psychologische Berater sind. Das kenne ich von den Astrologen. Möchte ich mich aber gar nicht nennen. Wenn, dann möchte ich mich lieber Seelsorger nennen. Mhm. Ja, Seelsorger ist keine schlechte Sache. Ja, ich sorge mich um deine Seele. Komm in meine Gemeinschaft. Hier ist der Mitgliedsantrag für den Tarot e.V. Ja, es ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Übernächstes Wochenende würde ja eigentlich unsere Mitgliederversammlung stattfinden, die jetzt leider ausfällt, beziehungsweise nein, sie wird verschoben auf November. Für alle, die uns gerade zusehen, am 11. November ist es, glaube ich, oder am 14. November. 14. November ist der offene Tarot-Sonntag hier in Hamburg. Am 15. Am 15. November ist der offene Tarot-Sonntag, also jedenfalls der Sonntag, ist für alle, die noch nicht Mitglied im Tarot e.V. sind, hier in Hamburg. Und wir werden Referenten haben, wir werden auch da sein und einige Workshops anbieten und Vorträge. Und wir halten da auch immer eine Diskussion ab, eine Mitgliederdiskussion am Tag zuvor. Und vielleicht ist es das Thema Öffentlichkeit gar nicht so schlecht, sich nochmal über solche Dinge Gedanken zu machen. Die Idee mit den T-Shirts kommt sehr gut an hier bei den Leuten. Und wir könnten ja sowas zum Beispiel machen, wie wir designen etwas und dann kann man das selbst sich draufdrucken lassen oder so. Wäre jetzt eine wir werden auf unserer Homepage einen Shop aufmachen und da kann man dann für kleines Geld 500 Euro, ein schickes
Rüschen hast du nicht gesehen, Designer. Wir werden uns was überlegen. Ja. Shop finde ich nicht gut in Zeiten der DSGVO, das wäre mir zu anstrengend. Aber wir denken darüber nach. War eine gute Idee von uns, ja, oder? Vielleicht nochmal für alle, die Interesse haben und die Termine nicht im Kopf. Wir sehen uns an der Mitgliederversammlung am 14. November, das ist der Samstag. Ja. Und der Tarot-Sonntag ist dann der 15. für alle Nicht-Mitglieder und natürlich für alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Verein, die Mitglieder sind. Sind wir selbstverständlich am Tarot-Sonntag auch sehr gerne gesehen. Hier in Hamburg in der Buchhandlung Wrage, Schlüterstraße Nummer 7, im ersten Stock. Das war jetzt Werbeveranstaltung, oder? Ja. Ja, das finde ich ganz toll und ich hoffe, dass ihr alle dann kommt, hier nach Hamburg. Wenn ihr euch jetzt in den Kalender schreibt, ihr werdet ja nicht so viele Reisekostenausgaben dieses Jahr haben, dann ist es toll, wenn wir uns da wenigstens einmal zum Jahresende alle treffen werden. Helene hat jetzt einen Link eingestellt in die Kommentare für alle, die das interessiert. Okay. Schaut euch das mal an. Und Kerstin amüsiert sich sehr über den Tarot-Seelsorger. Ja, ich finde das auch eine großartige Sache. Vielleicht solltest du dich so nennen. Aber eigentlich bist du ja der Ausnahmeberater, wenn ich mich recht entsinne. Nein, der Mann, der in die Zukunft blickt. Ja, das war ein sehr amüsantes Gespräch. Wir haben viele Kommentare, es waren viele Leute dabei, es freut mich. Wir werden uns noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt verabreden und über Prüfungen im Tarotverband reden. Das finde ich ein gutes Thema. Das machen wir vielleicht Richtung Mitgliederversammlung. Schauen wir mal, ja. Da können wir dann auch gleich über die Ausbildungssachen reden, die wir hier angesprochen haben. Das finde ich ein gutes Thema. Tarot-Seelsorger, ja. Kerstin ist eindeutig dafür, dass du dich Tarot-Seelsorger nennen solltest. Ich mache gleich eine Copyright-Identity drüber. Genau. Wir werden darüber zu einem anderen Zeitpunkt reden, denn ich muss mich jetzt vorbereiten auf einen Live-Talk, den ich heute noch habe. Der findet um 17 Uhr statt bei den Mantikern. Und wer ist denn so Gast? Ich werde mit S. Roy Buchholzer reden. Ah, dann möchte ich mich bedanken, dass ich heute beim Tarotverband als Gast eingeladen war. Sonst bin ich immer nur als arbeitendes Mitglied eingeladen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die heute zugeguckt haben und uns kommentiert haben und uns mit ihren Know-how auch was beigetragen haben. Danke nach Wien. Und ich möchte mich auch nochmal beim Vorstand bedanken für die, ja, jetzt sind es dann bald 7 Jahre für diese tolle Zusammenarbeit. Das muss man vielleicht auch mal aus meiner Seite Richtung den Vorstand sagen. Ganz herzlichen Dank. Die Präsidentin ist erfreut. Aber jetzt setze ich mir gleich den mantischen Hut auf und für alle, die Lust haben, um 17 Uhr noch ein bisschen mit uns zu plauschen. Wir sind dann auf der Facebook-Seite der Mantiker unterwegs und reden über... Was ist denn das Thema, Kirsten? Ja, das Thema wird sein, was passiert, wenn man die Karten zu einer Frage zweimal legt. Da finde ich es wunderschön, dass du dann den Tarot-Seelsorger hast. Der wird ja dann schon die Leviten lesen. Ja, das wird sicher sehr spannend. Erst einmal für heute vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass ich eingeladen wurde. Und was ich dem Verein als solches wünsche, wir haben ja jetzt das 18. Lebensjahr erreicht des Tarots. Ne? Ich wünsche dem Tarot, dass er jetzt als Erwachsener, ne, weil jetzt hat er alle seine pubertären Jugendsünden hinter sich, dass der Verein jetzt zackig einen Gang einlegt und vorprescht. Und wenn ich mir überlege, wie viele Leute in diesem Jahr Mitglied geworden sind, dann wird das ein ganz tolles Jahr. Ja, bald sind wir in der Sonne gelandet, da wollen wir hin. Die Nummer 9. Ich erinnere mich noch, ich habe mich sehr gefreut, wie ich von Hayo
damals an der Mitgliederversammlung die Mitgliedsnummer bekommen habe. Und das hat mich stolz gemacht, ja. Wobei die 21 sie natürlich schlägt. Was interessiert die Sonne, was nach ihm kommt? Hast du vollkommen recht. Ja, für alle da draußen, nächste Woche wird es nochmal zwei Live-Talks geben. Es kann sein, dass ich bald das auf einmal pro Woche herunterschrauben muss, weil wir jetzt tatsächlich wieder viel arbeiten dürfen. Und nächste Woche werde ich einfach noch nicht verraten. Ich stelle das nachher ein und dann könnt ihr euch auf spannende Gäste Mittwoch und Freitag freuen. Und jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Und wenn ihr noch weitere Kommentare, Fragen, sonst was habt, üblich, schreibt sie einfach jetzt noch dann in die Kommentare, wenn ihr euch das Video auch erst später anseht. Wir kommen immer wieder darauf zurück und schauen, ob wir da noch was beantworten können. So, ja. Bis nachher, 17 Uhr bei den Mantikern. Macht's gut. Ja. Immer tolle Legungen. Ha ha.